Willkommen zu einer neuen Folge von Crank. Heutiges Thema: Filme für Fans, die schon alles kennen. Und wir fangen an mit Danger 5. In einer bizarren Welt im Look der 60er versucht nämlich das Team von Danger 5 in 6 abgefahrenen und ziemlich promillereichen Episoden den Machenschaften Hitlers ein Ende zu setzen. Jo, man glaubt es kaum, zu welchen absurden Ideen und Einfällen die beiden Regisseure kommen. Da gibt's Nazi-Dinos, Kommandanten mit aufgesetzten Adlerköpfen, Zeppeline, die Eiffelturm und Sphinx und Co. per Greifarm klauen, ballernde Blondinen und so vieles mehr. Danger 5 ist sowas von Trash. Und das Tolle, kaum einer kennt diese Serie, ist also ein ideales Geschenk. Und es geht matschig weiter mit Angriff der Lederhosen-Zombies. Als wahres Wundermittel preist nämlich der geldgeile Hotelier Franz dem Investor Chekhov, nicht von der Enterprise, das Solanum Plus 10, seine Allzweckwaffe für immer Schnee, an. Doch kurz darauf spritzt dem Russen die grüne Wunderbrühe ins kantige Gesicht. Schnell schlägt seine Haut Pusteln, während das Reden zum Grunzen verkommt. In Ritas Gaudi-Hütte fällt ein solch exzentrisches Verhalten am letzten Tag der Saison aber kaum auf. Während die Bierseligen auf der Tanzfläche zu Dödelschlagern schunkeln, mischt sich der inzwischen untote Russe Chekhov unter sie und verwandelt die Schnapsleichen in Zombies. Auf dem Berg ist bald die Hölle los und ihr Freund wird sie für dieses Geschenk so richtig lieb haben. Und den Abschluss macht Space Mutiny aus dem Jahre 1988. Die komplette Geschichte inklusive der Dialoge passen übrigens auf den berühmten Bierdeckel. Rebellen wollen ein Raumschiff, das auf dem Weg in ferne Galaxien ist, kapern. Punkt. Sämtliche Effektszenen stammen übrigens aus Kampfstern Galactica und sehen um Welten besser aus als die des Interieurs des Raumschiffs. Der Qualität der Sets passen sich übrigens auch die Schauspieler an, die entweder hemmungslos chargieren oder einfach steif wie ein Stück Holz sind. Unterhaltungswert ist dennoch reichlich vorhanden, da man sich herrlich über diesen inkompetenten Film lustig machen kann. Grandios übrigens der falsche Bart von Cameron Mitchell. Und das war's für Crank in dieser Woche. Bis bald.